So, wir fahren jetzt hier langsam zum Eingang. Hier ist der letzte Kreisel. Hier treffen sich auch die Leute, die dann sich Tickets für den Ring kaufen wollen. Lukas, erklär da nochmal. Wie läuft das jetzt hier ab? Dann haben wir jetzt hier so eine Karte. Halt die mal in die Kamera. Die Karte kriegst du hier rechts im Container. Du kannst dir das Guthaben online buchen. Du kannst auch mit einem Handy-Strichcode über dein Konto verknüpft auf die Strecke fahren. Allerdings ist das mit dem Scanner immer so eine Sache. Ich nehme lieber die Karte. Auf jeden Fall, was du dir jetzt auf dein Konto buchst, das ist auch automatisch auf der Karte drauf, die du hier am Container kriegst. Es ist verknüpft. Kannst du dir dein Guthaben aufladen und dann hältst du die Karte vor und los geht das. Dann fahren wir so eine Schranke wie in einem Parkhaus. Ja, und wenn du durch die Mautstelle fährst. Ja. Und da vorne blinkt jetzt, das ist grün, das heißt die Strecke ist theoretisch von 8 bis 19 Uhr geöffnet für jedermann. Ja. Und für Fahrräder. Gab auch schon Leute, die das benutzen. Und erzähl mal jetzt zur Praxis. Die Strecke wird zwischenzeitlich auch oft gesperrt. Ja, also mal so mehrmals täglich. Mhm. So, jetzt müssen wir mal still sein, weil jetzt wird es gleich spannend. Oh, erste Runde ist ja erstmal so ein bisschen reinfinden, warm fahren. Ja, gut, also kann ich dann während der Fahrt noch ein bisschen dann dazu erzählen. Da kannst du ja auch erzählen, wie die Kurven dann vielleicht heißen. Da können wir jetzt mal so eine kleine... Warte, ich weiß ihn nicht aus dem Kopf. Ja, aber können wir mal ein bisschen dann ja... Mal stehe aber glaube ich auch dran. Strecke kennenlernen. Ach guck mal, gesperrt ist für Motorräder heute und Licht muss an sein. Heftig GT3 RS. Ja, hier kommt einiges an Geld zusammen. Oder hier der klassische Schwede mit seinem V70. Bestimmt auch Turbo gemacht. Die Dinger sind ordentlich zornig. Ja, das klassische Reißverschlussverfahren. Interessant, interessant. Vorne fahren zwei Super Sevens. Hinter uns hört man ordentlich den Turbo. Ah, wer hat jetzt Vorfahrt? Er? Ja, weil er schneller ist. Ah. Genau. Interessant. Gut. Da vorne ist die Brücke, ne? Alles klar. Wollen wir die erste Runde zur Zeit schon messen? Nö, ich mach mal eine zweite Runde, dann mache ich dann ein neues Video. So, jetzt hören die Hütchen gleich auf. Ab der Brücke gilt dann die Zeit. Und jetzt kann man Vollgas geben.
das auf der Ring zu suchen hat, weiß keiner so richtig. Tempo rausnehmen, weil unsere Bremse leider an ihre Grenzen gekommen ist. Man riecht es auch hier drin schon.
nächstes Mal nochmal ein bisschen Geld in Bremse investieren, dann hast du hier richtig Spaß. Ja, hast du die Belege vor allem. Ja. Papier oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Den Spaß suchst du hier nicht in der Leistung, sondern vor allem mit Bremsen, dass du hier spät bremsen kannst. Jetzt kommt das berühmte Karussell. Guck mal, schneller durch als er jetzt. Knappe 10 Minuten bist du gefahren. Kann sein, auf jeden Fall ist die Bremse jetzt komplett madig. Muss man den Ausknopf drücken.